Herr de Maizière, Sie haben geredet davon, dass Sie dieses Jahr mit 800.000 Flüchtlingen rechnen. Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie nächstes Jahr, übernächstes Jahr und dann das Jahr? Und wann, ab wie vielen Millionen Bevölkerung in der Bundesrepublik, wir haben jetzt 82, wenn die Flüchtlingsquoten so weiter steigen, dann haben wir in 3, 4 Jahren 85, 86, 87, vielleicht 90 Millionen Menschen. Sie wissen ganz genau, dass unsere Infrastruktur dieses überhaupt nicht aushält. Wann wollen Sie Schluss machen? Ja, das ist jetzt ein bisschen hart zum Schluss formuliert, aber die Frage treibt mich natürlich um. Und ich glaube, die treibt ganz viele in Deutschland um. Und ich kann Ihnen darauf keine perfekte Antwort geben. Es ist auch nicht wie in anderen Politikfeldern, dass man irgendwie schnippschnapp eine Lösung hat. Das Grundrecht auf Asyl hat keine Obergrenze. Das sieht das Grundgesetz nicht vor, in dem sind wir auch humanitär verpflichtet. Gleichzeitig bin ich mit Ihnen der Meinung, dass eine solche Zahl über Jahre für Deutschland zu viel ist. Wir kriegen das mit den 800.000 unter Anstrengung aller Kräfte hin. Das erfordert viel von uns, viel Geld und guten Willen und Kraft und auch wohl neue rechtliche Regelungen. Aber auf Dauer ist das auch für Deutschland zu viel. Und deswegen brauchen wir zunächst mal europäische Lösungen, um eine gerechte Verteilung innerhalb Europas hinzubekommen. Wir nehmen jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres etwas über 40% aller Flüchtlinge auf, die in die Europäische Union kommen. Das ist nicht gerecht. Wir arbeiten dafür, dass wir zu einer gerechteren Verteilung kommen. Zugleich müssen wir aber auch in der Europäischen Union insgesamt überlegen, wie wir mit dem Problem umgehen. Das hat natürlich viele Ursachen. Das eine ist das Thema Krisen, Kriege und Diktaturen. Syrien, Irak. Das andere hat aber noch ein anderes Thema, Armut. Und natürlich ist es menschlich zu verstehen, dass Menschen aus Afrika, die dort keine Zukunft für sich selber sehen, nach Europa kommen und vorzugsweise nach Deutschland, weil sie glauben, sie haben hier eine für sich bessere Zukunft. Das ist nicht per se, diese Menschen sind nicht zu verurteilen. Aber so kann die Welt nicht funktionieren, dass wir das Armutsproblem über Asyl- und Flüchtlingsthemen lösen. Wir müssen deswegen mehr und Besseres tun in diesen Staaten, Fluchtursachen bekämpfen. Da waren wir die letzten 30, 40 Jahre nicht so besonders erfolgreich, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen natürlich gegen die Schlepper kämpfen. Wir müssen uns auf längere Zeit auf hohe Flüchtlingszahlen einstellen, angesichts des Elends in der Welt. Das ist so. Ich glaube, das weiß auch das deutsche Volk. Aber 800.000 auf Dauer ist zu viel. Wir haben sehr viele Wortmeldungen und wir möchten gerne durchgehen.